Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Also der Koch hat gesagt, wir sollen zum Südausgang gehen, beim umgestürzten Turm. Hier ist aber kein umgestürzter Turm. Na gut, laufen wir einfach außen rum. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Oder irgendwas an leichter Beute, das wir töten können. Hier ist nur lauter Holz. Oh, da hinten ist ein Scavenger. Bist du noch bei uns? Ja, und du hilfst bitteschön. Weil die können schon gut zupicken. Au, genau, sage ich ja. Du bist ja auch ein sehr kompetenter Hilfsbegleiter. Hm? So, Fleisch nehmen wir mit. Und gucken wir mal, was mit dir los ist. Ja, du. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Nein, aber du hättest uns ruhig helfen können, anstatt da komische Sachen mit dem Baum zu veranstalten. Na gut, aber beim nächsten Mal, hm? So, ups, was haben wir denn hier? Ganz schön zerklüftet die Gegend. Und brannte da ein Feuer? Ha, ja, scheint eine Lager, Quatsch, eine Jägerhütte zu sein oder sowas. Zumindest werden da zwei Scavenger gerade gebraten oder gehäutet. Na gut, aber wir sollten erstmal in der Nähe des Lagers bleiben und nach den Höllenpilzen suchen. Waren das eigentlich Höllenpilze oder Höhlenpilze? Oh, vielleicht noch einen kleinen Happen essen, bevor wir wieder in den Kampf gehen. So. Bist du bei uns? Ja. Jetzt schön den Scavenger da angreifen. Genau wie wir das auch machen. Und zack. Na komm schon, helfe uns. Ich hab gesagt... Ah, der ist weggelaufen. Vor einem Scavenger. Dieser... Ja, komm her, was hast du zu sagen? Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Nein, immer noch nicht. Aber du hättest uns wenigstens helfen können. Hm. Na komm, wir können ihn nicht gebrauchen. Geh wieder zurück ins Lager. Ah, ein Höllenpilz. Na komm, hau ab. Wirst du wohl? Komm, verpiss dich. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Nein, wir laufen nicht im Kreis. Jetzt zieh Leine. Na gut, hier kriegst du einen ab. Also. Jetzt mach Beine. Oh, was haben wir denn da? Zwei gepanzerte Jungs. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Nö, danke. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Ja, das hätte ich mir denken können. Überall wird Schutzgeld erpresst und abgezockt, wo nur geht. Hm. Ja, altes Lager eben. Oh, was haben wir hier? Eine Höhle? Höhle ist eigentlich immer gut für Pilze. Oder Kräuter. Na komm, kriegen wir dich einzeln? Da hinten ist auch noch irgendwas auf dem Boden. Aber keine Pilze. Ja, komm, 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 wir wollen deinen Freund nicht stören. Ja, siehst du, dein Freund... Hey, sein Freund hilft ihm wenigstens. Ja, aber der andere Typ ist auch keine Ratte. Wer bist denn du? Wir sollten das Schwert wegstecken. Achso, du wolltest zur Hilfe kommen. Oh, ist aber nett von dir. Fleisch nehmen wir mit. Das können wir gleich brutzeln, wenn wir wieder im Lager sind.
Was lag hier auf dem Boden? Ein Trank. Na, wo bist du? Tränke. Oh, 50 Lebenspunkte. So viel wie 5 Waldbeeren. Also momentan noch total übertrieben. Also wir müssen ja nur 2 Beeren essen, dann sind wir wieder topfit quasi. Was ein bisschen komisch ist, aber naja. 1, 2, 3 Scavenger. Da so 4 Scavenger. Ja, nee. Da sollten wir nicht unbedingt vorbei. Weil wenn die Schweinchen schon zusammenhalten, dann werden die Scavenger bestimmt auch zusammenhalten. Rudeltiere und so. Hm? Vielleicht können wir vorbeilaufen. Ja, probieren wir vorbeizulaufen. Ja, pickt weiter auf dem Boden rum. Ich will euch nichts tun. Ich laufe hier an der Wand lang. Oh oh. Kakaak. Nein, nein. Lass uns in Ruhe. Lass uns in Ruhe. Wow. Obwohl, nee. Macht keinen Sinn, gegen 5 auf einmal zu kämpfen. Lauf. Nicht aufhören zu laufen. Nicht umdrehen. Oh, das ist auch noch Schweinchen. Ich höre keinen Gogog mehr. Ja, haben sie abgehängt. Puh. Ja, nee, ein Scavenger ist ja noch okay. Und selbst das kann teilweise übel enden. Also die haben uns ja schon auf die über die Hälfte runtergekloppt. Ein einzelner. 4 auf einmal, da hätten wir keine Chance. Gut, aber das sieht wie ein umgestützter Turm aus. Das heißt, hier sind wir schon mal richtig. Ah ja, hier sind auch Pilze. Schön, schön. 1, 2, 3, 4. Wie viel brauchten wir eigentlich? Wir brauchten 3 Fleischwanzen und 5 Höllenpilze. Die müssten wir jetzt haben. Fehlen noch die Wanzen. Oh. Ja, ich will euch nichts tun. Vorerst jedenfalls nicht. Sammeln wir die restlichen Pilze aber auch noch ein. Man weiß ja nie. Solange die genießbar sind, was sie ja hoffentlich sind, wenn er draußen Suppe machen will, dann können wir die auch benutzen, sobald wir keine Waldbeeren mehr haben. Ja, du kommst mit. Ihr 3 auch noch. Jetzt Fleischwanzen. Was hat er gesagt, wo wir Fleischwanzen finden können? Überall, wo Müll ist. Naja, Müll wird primär hier im alten Lager sein oder hier im Burggraben. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie da ihren Müll einfach reinschmeißen. Nee, sehe ich aber nichts. Mehr Scavenger. Na gut, gehen wir wieder rein ins Lager und gucken uns da mal ein bisschen genauer um, ob es irgendwo einen Platz gibt, wo der Müll abgeladen wird. Hey du, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Ja, solange ich Schutzgeld bezahle, ne? Hm, du mich auch. So, das ist jetzt also das Südtor. Hier ist der eine aus dem neuen Lager. Oh, und die Pfanne. Die benutzen wir doch gleich nochmal. Und Brutzel. Ja, theoretisch könnten wir wahrscheinlich das Fleisch auch gut verkaufen. Aber das sollte man lieber für uns selbst auch bewahren. So, wie wir eins auf die Nase kriegen. So, sieht aber schon ganz schön verrümpelt hier aus. Also eigentlich müssten hier sich auch Fleischwanzen rumtreiben. Aber nö. Hier können wir drin schlafen, da waren aber auch keine Wanzen. Oh, ich höre was. So ein Gezirpe. Ah, da ist doch eine. Komm her, du. Ihr? Ach, umso besser. Komm schon. Warum treffe ich euch nicht? Ah, die sind so klein und... Ah. Ja, Scavenger bringe ich um, diese Rattenschweine auch, aber bei Fleischwanzen versage ich. Na gut, speichern wir erstmal ab. Oh,
Das sollte eigentlich LP002 sein. Jetzt aber LP003. Und jetzt probieren wir das Ganze vielleicht mal ohne Schwert, mit bloßen Händen. Er ist irgendwie noch träger, ne? Ich hätte mir irgendwie gedacht, mit dem Schwert so eine Wand zu treffen, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber mit Fäusten klappt es auch nicht. Die einzige Anwaffe, die wir haben, ist die Spitzhacke. Na gut, kommt her, Fleischwanzen. Ja, also wir haben eine Präzisionsspitzhacke. Gut, hätten wir das auch geklärt. Und da haben wir unser Wanzenfleisch. Yummy. Also haben wir das Fleisch jetzt und die Pilze. Jetzt müssen wir noch den Koch wiederfinden. Denn so wirklich auskennen tun wir uns hier noch nicht. Also da kamen wir rein eben gerade. Da ist der Beauftragte vom alten, vom neuen Lager. Unsere treue Bratpfanne. Hier ist der Marktplatz. Wo war der Koch? Den Koch haben wir recht schnell gefunden. Also als wir damals in den Eingang rein sind, wo Diego ist. Der aber nicht hier ist. Hm. Hier ist das Haus, wo man durchlaufen kann. Oh, es gibt sogar zwei Häuser, wo man durchlaufen kann. Die armen Schlucker. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Was ist dein Problem? Mann, lasst mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Ja, danke, dass du uns einen Arsch nennst. Aber hast selber schuld. Ich meine, das ist der Hauptweg hier, oder? Naja, so einigermaßen. Wenn du da einfach deine Hütte baust, hast du selber schuld. Aber gut, wir suchen weiter den Koch. Hey, du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Also einmal haben wir schon Schutzgeld gezahlt. Aber anscheinend ist das alte Lager in Gebiete unterteilt, wo man Schutzgeld bezahlen muss. Ich glaube, es waren drei. Wie viel willst du haben? Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Nicht viel. 10 Erz. Mehr brauche ich nicht. Hier hast du das Erz. Ich kann Freunde gebrauchen. Du scheinst mir ein kluges Bürschchen zu sein. Von nun an werden wir auf dich aufpassen. Aber das heißt nicht, dass du hier machen kannst, was du willst. Verstanden? Wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Du meinst wohl eher, du passt auf uns auf, wenn überhaupt. Denn ich wette, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, treffen wir den Dritten und der will auch noch Schutzgeld haben. Und den dürfen wir nicht mehr bezahlen können. Ah doch, 19 haben wir noch. Ja, aber trotzdem. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein.
Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, leg ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Oh, also ist das Lager nicht in Drittel unterteilt, sondern in Viertel. Wir haben jetzt Bloodwind schon bezahlt und einen anderen Kerl. Jetzt müssen wir also noch Fletcher wahrscheinlich bezahlen.